Nach dem Sieg gegen Hoffenheim und dem damit verbundenen Erreichen der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf könnte man irgendwie meinen, das könnte alles so einfach sein. Das wäre so einfach, wenn Sie das einfach sagen, also wir gehen raus und dann schlagen wir die und dann gehen wir wieder nach Hause. So ist Fußball nicht. Fußball ist anders. Man merkt es in diesen Tagen ganz deutlich. Ein gut gelaunter Otto Rehhagel, er will es noch einmal wissen. Er will nicht absteigen zum Ende seiner Trainerkarriere. Er will seine Erfahrung an das Team weitergeben. Und doch, es gilt. Wir sind die Ratgeber, aber dann, ihr steht auf dem Platz und nur ihr könnt. Wir auf der Bank, der Michael und ich, wir springen da immer rum und meine Assistenten auch, aber wir können kein Tor schießen. Da müssen schon die Jungs machen. Ne? Es sind die Protagonisten, seine Spieler, die es gegen Fortuna Düsseldorf richten müssen, die den Erstligaverbleib sicherstellen müssen. Die Spieler wissen im Grunde genommen, was sie zu tun haben, aber das immer umzusetzen, ist nicht so einfach. Wir trainieren ja auch viel und manches Mal üben wir Freistöße oder oft Freistöße, Eckbälle und so weiter, aber der Gegner ist nicht da. Das ist immer das Thema, ne, wenn das so einfach wäre. Nicht wahr? Am besten spielen wir, wenn der Gegner nicht da ist. Dann können wir wunderbar kombinieren und so weiter und dann schießen wir Tore am Fließband. Ne, Michael? Das stimmt, ja. Denn mit Fortuna Düsseldorf wartet ein Team, das in der zweiten Liga 16 Partien gewinnen konnte und dabei 64 Treffer erzielte. Dass Manager Michael Preetz und Trainer Rehhagel eine Vergangenheit als Trainer und Spieler bei den Fortunen hatten, wird allerdings aus dem Fokus gerückt. Dafür ist, nochmal zurückzukommen zu der Bedeutung des Spiels, und die Frage nach der Bedeutung ist einfach, es geht um zu viel. Es geht darum, dass wir nächstes Jahr in der ersten Liga sind und dafür werde ich alles tun und dafür wird auch die Mannschaft alles tun. Insofern wird das keine Bedeutung haben. Denn im Fokus steht einzig und allein. Wir wollen, dass Hertha BSC und dass Berlin in der Bundesliga bleibt. Viele Leute, ich habe ja schon eine Menge gelebt in meinem Leben und ich habe viele Freunde, die rufen alle an, kennen viele Leute und sagen, wir möchten gerne, dass Hertha und dass Berlin als Hauptstadt, wir kommen gerne nach Berlin, ihr müsst in der Bundesliga bleiben. Und dabei steht auch die Statistik auf Seiten der Berliner, denn seit Wiedereinführung der Relegation setzte sich immer der Erstligist durch. Aber Vorsicht, denn es gilt. Das wäre so einfach, wenn Sie das einfach sagen, also wir gehen raus und dann schlagen wir die und dann gehen wir wieder nach Hause. So ist Fußball nicht. Fußball ist anders.